Hallo und willkommen zu Runde 8 von 9. Heute in Las Vegas. Der Kampf um Platz 1 ist verloren mit 2 verbleibenden Rennen. Aber durch die Entscheidung der Rennleitung, mich zu disqualifizieren am Ende des letzten Grand Prix, macht die Sache um Platz 2 jetzt nur umso spannender. Schaut mal, minus 83 Punkte Abstand auf Verstappen, also Verstappen ist 83 Punkte vorne. Lewis Hamilton hat 2 Punkte Abstand zu mir. George Russell ist 93 Zähler entfernt und Alonso 99 Zähler entfernt. Zwischen uns 4 wird sich die Weltmeisterschaft, zumindest die Vize-Weltmeisterschaft, entscheiden. Gut, und jetzt habe ich viel zu viel erzählt. Jetzt wollen wir mal diesen schönen neuen Grand Prix starten. Das ist das erste Rennen. Ich habe nicht mehr als 10 Runden hier zurückgelegt. Das wird sehr spannend und gleich erfahren wir hoffentlich viele neue Dinge über diese neue Strecke. Herzlich willkommen. Heute Abend heißt es Viva Las Vegas. Zum ersten Mal überhaupt fahren die Formel 1 Autos über den Strip. Ich bin super gespannt, was diese Stadt heute Abend für die Formel 1 alles zu bieten hat. Ich auch. 17 Kurven, 3 Geraden, 2 DRS-Zonen und der Glanz und Glamour von Las Vegas. 6,12 Kilometer in der Stadt der Sünde. Der Strip wurde heute Abend zu einer Geraden umfunktioniert, auf der Spitzengeschwindigkeiten von etwa 340 Stundenkilometern erreicht werden können. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Das kennen wir ja schon. Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Perez, Charles, Russell, bin stolz Norris. Auf dich. Wir haben es beide in die Top 10 geschafft. Fernando das Alonso, hat man auch ewig nicht. Gasly, Sainz, da bin ich. Stroll, Bottas, Ocon, Albon, Ricardo, Joe, Tsunoda, Magnussen, Hülkenberg. Nein, Hülkenberg, was ist mit dir passiert? Und, jetzt, wo die und Sargent auf seinem anvertrauten Zeit, Platz. Zur Strecke zu schalten. So, bitte mal ein neuer Stefan Satz hier. Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man immer derselbe Satz. Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast ja, so, Adrenalin ist ganz oben. Ganz oben ist das Adrenalin. Die Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zu steuern. Genau so sieht's aus. Immer die richtigen Worte hast du. So, Rennstrategie. So. Angepasst, okay. Ich würde sagen, die erste passt doch. Ich glaube, ich brauche einen Stopp mehr, aber wir nehmen erstmal die erste. Rennen starten. Und jetzt warten wir wieder, bis die vor uns losfahren. Dauert diesmal nicht so lang, weil wir nicht so weit hinten stehen. So. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen, also schalt in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen, also lass sie arbeiten und wärm bitte die Reifen auch gleich auf. Oh, sonst noch was? Soll ich dir noch einen Kaffee bringen? Oder einen runter... Wahrscheinlich ja, aber erst nach dem Rennen. Na gut. Ich bin die Strecke nicht oft gefahren. Ich bin sie noch gar nicht gefahren. Das ist... meiner Definition nach nicht oft. Das wird spannend. Das ist das erste Rennen, was ich hier drauf fahre. Ich habe natürlich um die 10 Runden jetzt schon hinter mir durch Training und Qualifying, aber das war's. 10 Runden insgesamt und mit dieser Vorbereitung gehe ich hier rein. Ich mache hier keine stundenlange Trainings davor. So viel Zeit habe ich einfach nicht und die Trainings finde ich auch nicht so spannend. Geht ja hier auch ein bisschen mehr um Unterhaltung als darum, jeden Bremspunkt ideal zu erwischen. Sonst hätte ich die KI natürlich auch stärker einstellen müssen, falls ich hier ein richtiger Pro bin, was ich nicht sein werde. Im Qualifying hat man schon gemerkt, da passt noch was nicht mit der Streckenkenntnis. Hier gibt es ein paar Kurven, die mich immer wieder aufs Neue überraschen. So schlimm, wie es am Anfang für mich war, wird es nicht sein, aber... im Qualifying ist einiges passiert. Öfter mal den Bremspunkt überhaupt nicht erwischt, in die Auffangbehälter gefahren
Hab mir auch meinen Flügel abgefahren. Also ich muss mich hier echt zusammenreißen, wenn ich die Runden hier, keine Ahnung wie viel sind es, 20, 30, irgendwas in dem Spektrum durchhalten will. Das wird, wie ich schon gesagt habe, sehr interessantes Rennen. So, Bremsen schön aufwärmen. So. Die Reifen müssten ja jetzt ein bisschen aushalten. Wir stehen weiter vorne. Das heißt, während sich alle hinter uns auf ihre Startposition begeben, stehen wir ja schon rum. Und da sollte es einfach schon ein bisschen Zusatzwärme gespeichert haben. Keine Ahnung, ob es in dem Spiel wirklich so was bringt. Im echten Leben bringt es auf jeden Fall was. Und Reifenabkühlung ist ein ernstes Problem für Rennfahrer in unserem Alter. Ach Mist. Naja, so ein Mittel. Ja. So, alle sind in Position. Batterie ist an. Ampeln sind rot. Los. Ui, ui, ui. Nicht nach links, da bin ich doch. Da bin doch ich. Mensch, ihr fahrt aber wieder schnell hier. Dude, Piastri hat mich beinahe kassiert. Ach so, ich krieg die Verwarnung. Ja, leckt mich, Rennleitung. Ich hab euch nicht verziehen, was ihr letztes Mal mit mir abgezogen habt. So, das ist die schlimmste Kurve, wie ich finde. Eine schlimme, sehr langsame Kurve, gefolgt von einer Überraschungskurve. Hier bin ich öfter rausgeschossen, als ich es zugeben mag. Bei wenigen Runden, die ich gefahren bin. Die lief gerade auch nicht ideal. Naja, im Laufe des Rennens werde ich mich dran gewöhnen oder eben an dieser Kurve ausscheiden. Das kann natürlich auch passieren. So, ich mache meine Batterie hier aus. Mal ein bisschen noch aufladen, dass wir auf der Start- und Zielgeraden bzw. auf der davor so richtig schön Gas geben können. Oh Mama Mia, ist die Wand da nahe gekommen. Mama Mia. Komm schon, Hamilton. Ist das Hamilton? Nee, das ist Alonso. Wieso sitzt er denn im Mercedes? Achso, nee. Sah nur von hinten leicht so aus für meine müden Augen. Ist aber ganz klar ein Aston Martin. So, dann werde ich wohl das Battle hier gewinnen. Oh, da drängt sich ein... Hey! Also dafür kriege ich hoffentlich jetzt keine Verwarnung. Der hat mich voll in die Seite gerammt. Das ist verboten. So. Ach, ich wollte ja die Batterie einschalten. Ist egal. Ist egal. So, auch eine miese Kurve. Na, es geht. So mies war die jetzt gar nicht. Komm schon rum, du rote Gurke. So, wie sieht's aus? Ach, Verstappen hat schon wieder so einen Ehrenvorsprung nach einer gefahrenen Runde. Naja, wenn's ihm Freude bereitet. So, wir müssen auf jeden Fall Russell schlagen. Sonst wird das nichts mit der geplanten Vize-Weltmeisterschaft von mir. Eigentlich war ja geplant, das schon ernsthaft zu versuchen, hier irgendwie die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber so aufgepumpt wie die KI ist von Verstappen, hatte ich irgendwann keine Chance mehr. Dann gab es noch diverse komische Entscheidungen von der Rennleitung und damit war der Traum von der Weltmeisterschaft zumindest für dieses Jahr kaputt. Würdest du mir nicht hinten reinfahren, Alonso? Was soll denn das? Ich muss für die Kurve schon bremsen. Ich brake-check dich ja nicht direkt, sondern ich muss bremsen. Oh, bist du schnell? Wieso bist du denn so schnell? DRS gibt's doch noch gar nicht. Das wird erst in der nächsten Runde erfunden. Das ist kein Fußball hier. Oh, beinahe wäre es gegen Stroll, aber böse ausgegangen. Ach, noch eine Verwarnung. Das war doch ein normaler Racing-Incident. Hätten die mich halt nicht so in ein Sandwich genommen. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Sehr schön, sehr schön. Komm mal rum hier, Stroll. Oh, bin ich langsam heute. Wir müssen doch die Mercedes schlagen. Und Alonso am besten.
Der ist ja auch um die Vize-Weltmeisterschaft noch im Rennen. So, den ersten haben wir wieder beseitigt. Dann schön rum hier. Und Alonso ist der nächste, der überholt werden wird. Ich weiß zwar nicht, ob von mir, aber oh, die Kurve, ich mag die Kurve nicht. Jedes Mal aus Neue überrascht. Ist das nicht schön, dass das noch funktioniert? Null Lerneffekt da bei mir. So. Wieso ist Alonso denn so schnell? Hat er ordentlich gefäschbart? Ich bin hier nicht so schnell und ich fahre oft Vollgas. Nicht um die Kurven, aber um den Rest. Aber auf der Gerade liegt er ja schon so ordentlich zu. Das kann ich nicht. Boah, 2 Sekunden ist er weg. Das auf Medium-Reifen. Och, was denn los mit meiner roten Gurke? Da ist ein Williams von Elben, der mich auf einer Gerade überholt. Das ist doch nicht fair. So, Stroll, gönnen wir mal die Platzierung da. Ja, ja, ich wollte Elben jetzt nicht abseits der Strecke überholen. Ich habe ihm aber Platz lassen müssen. Die Rennleitung kann sich offenbar nicht zurückhalten, mich hier zu schikanieren. Nachdem die gehört haben, dass ich doch Hamilton ersetzt würde, ist es denen jetzt auch egal, was sie mit mir machen. Ich bin irgendwie der Sündenbock. Der neue Sündenbock, selbst in meiner virtuellen Welt hier. Komm schon, ans Schwul sind wir wieder schön dran. Aber wir sind gerade echt chancenlos gegen den Rest. Das irritiert mich ein bisschen. Gut, chancenlos ist so dahingestellt. Das Rennen geht ja noch ein bisschen. Beinahe wäre es aus gewesen, weil das Auto sich so schön quer gestellt hatte. So bremsen, bremsen, bremsen. Diesmal habe ich sie immer noch scheiße erwischt. Na, sieh einer an. So, jetzt aber Vollgas. Vollgas, voll krass. Bleib nicht zu lang hinter diesem Wagen, wir müssen überholen. Ja, super. Danke Ferrari, Pit Crew. Hilfreich wie eh und je. Hast du noch einen Tipp, wie ich das mache? Soll ich einfach schneller fahren? Das ist eine gute Idee. Wie wäre es, wenn ihr das Auto ein bisschen besser macht auf der Strecke? Es fährt sich furchtbar und der Williams zwar mit DRS, aber ui. Da habe ich mich spät verteidigt. Das hätte auch böse ausgehen können. Habe ich es richtig gemacht, Ferrari? Ich habe zwar nicht über... Ja! Das war halbwegs fair. Ich würde sagen, das war halbwegs fair. Oh, oh boy. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Ja, nachdem er mir gerade weggenommen wurde, liege ich jetzt wieder einen Platz weiter vorne. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 8,2 Sekunden. Oh, die racen mich hier so hart. Und das ausgerechnet war ein Satz, den Elben gesagt hat. Und der versucht sich jetzt mir irgendwie aufzudrängen. Meinem schönen roten Pavian-Arsch hier von Auto. Es fährt sich, glaube ich, wie ein Pavian-Arsch. Ich habe zwar noch nie wirklich einen Ferrari gefahren, aber ein Pavian-Arsch. Nee, habe ich auch nicht. Aber da, so wie das Auto gerade konfiguriert ist, schätze ich diesen ähnlich effektiv. Zumindest auf dem Strip von Las Vegas. Oh! Komm schon, den lasse ich nicht nochmal vorbei. Na, vielleicht bleibt mir keine andere Wahl. Das ist ja... Hör mal auf mich auf. Ich muss rumkommen. Was denn los mit der KI? Ist die gerade nicht darauf programmiert, dass er auch bremsen muss? Oder dadurch, keine Ahnung. Ist ja bei einer KI öfter mal üblich, dass sie sich nicht den physikalischen Rahmenbedingungen anpassen müssen. Und okay, sowas machen die Bremsen, um ohne Kurve zu kommen. So. Oh, schön. Endlich mal vorne geblieben. Ein Glück habe ich meine Batterie dadurch fast komplett verbraucht. Vielleicht können die Williams mich anschieben. Also ein bisschen schneller sollten wir auf jeden Fall werden. Hui. Und bremsen.
Dann schieß mal drüber hinaus. Ein Problem, das die KI nicht zu haben scheint. Darüber wollte ich mich gerade beschweren. Da ist aber nur unverständliches Wortsalat rausgekommen. Weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ist jetzt schon eine halbe Runde her, was weiß ich. Nee, die KI fährt teilweise schneller um die Kurve, als es physikalisch realistisch machbar ist. Nicht nur in dem Spiel, sondern generell in allen Spielen. Dafür wird sie ja programmiert. Naja. Wenn es ihr Freude bereitet zu gewinnen, indem sie gnadenlos cheatet, dann ist es eben so. Komm schon, wir holen langsam auf Stroll. Entweder die fahren schlechter oder ich fahre minimal besser. Weiß ich nicht. Uiuiui. Brems. Brems doch. Hätte schon links wieder Gas geben können. So viel, wir kommen ran zu Stroll. Der hat die Viertelsekunde wieder rausgefahren, die ich geglaubt habe, hier aufgeholt zu haben. Elben kommt wieder an. Mit einer wahnwitzigen Geschwindigkeit. Ich hätte hier auch gern mal DRS. So, jetzt ist er vorbei. Was mache ich jetzt außer zu weinen? Den Verstappen-Move nach innen. Au. Eindeutig meine Spur. Ich sehe da nichts falsch damit. Seine Schuld, wenn er mich überholt. Er hätte damit rechnen müssen. Oh, heute bin ich ein bisschen Ellenbogenkampflustig hier. Zumindest vom Williams wollte ich mich eigentlich nicht überholen lassen. Ich habe ein paar Strategieoptionen für dich. Was denn für Schäden? Den einzigen Schaden hast du, Jeff. Geh selber in die Box. Was wollt ihr denn? Runde 7 auf Soft wechseln. Leckt mich. Läuft schon schlecht genug, ohne dass ihr mir den Tag versaut. Komm schon. Stroll entfleucht. Ich bräuchte einen Safety Car. Eigentlich das nicht ich verursache. Komm schon, Stroll. Ein kleiner Dreher. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Achso. Ich dachte, das fährt sich scheiße dank der Reifen. Aber dann liegt's wohl wirklich nur am Auto. Ja, komm rum hier. Ohne die Wand zu streifen. Mensch, hab ich die Kurve unprofessionell genommen. Na, zumindest hat Elben, glaub, einen Schaden bekommen durch unsere kleine Rangelei. Der ist jetzt ordentlich auf Abstand gegangen. Vielleicht hat er auch einfach hier gemerkt, dass meine Street Cred so hoch ist. Wer weiß das schon so genau. Er ist auf jeden Fall nicht im DRS-Fenster. 3,2 Sekunden. Ja, ich freue mich ja so, Ferrari. Dass wir so eine Gurke auf Las Vegas geworfen haben. Oh. Kann die KI-Einstellung nicht mal global für alle Strecken irgendwie gleichwertig sein? Weil ich habe seit den 8 Grand Prix jetzt nichts verändert und die fahren alle so unterschiedlich wie eh und je. Hier hätte ich es wahrscheinlich 10 Stufen runterstellen müssen, dass ich irgendeine Chance habe. Keine Ahnung. Wenn Stroll mir davonfährt, obwohl ich in einem Ferrari sitze, ist irgendwas falsch. Also in den Kurven meinetwegen, wenn ich den nicht fahre, meinetwegen, aber doch nicht auf der Gerade. Wenn wir nur 2 geradeaus fahren und Gas geben, soll der keinen Abstand dazu gewinnen. Das ist aber nur meine bescheidene Meinung, so soll die KI ungefähr funktionieren. Oh, über den Curb geslidet. Das ist nicht gut für meine Street Cred. Da kommt, wollte sagen, da kommt Elben wieder ran, aber der ist gar nicht hinter mir. Der hat wohl doch einen Schaden gehabt und ist in die Box gefahren. Na gut. Den werden wir wahrscheinlich irgendwann gegen Ende des Rennens wiedersehen, wenn wir beide auf dem letzten Platz sind, beziehungsweise um Platz 19 kämpfen. Weil so wie das hier läuft, sehe ich aktuell noch nicht den entscheidenden strategischen Einfall, der mich auf Platz 1 bringt. Selbst Platz 9 wage ich aktuell zu bezweifeln. Komm schon, Safety Car. Papa braucht neue Reifen. Und mal ein bisschen wieder Artgenossen in der Nähe, die man überholen kann. Oh, Bottas hat Ocon schnabuliert. Jetzt ist der hinter uns.
Das wäre gut zu wissen. So. Mit Karachu und hier mit weniger Karachu. Ja, Tendenz steigend. Ist mir negativ aufgefallen. Können Sie nicht einfach ChatGPT, GPT nehmen oder irgendwas Vergleichbares, um die KI hier zu machen? Allein kriegen Sie es ja seit Jahren nicht hin, dass die irgendwie konsistent ist. Ist frustrierend, wenn man im Ferrari eigentlich denkt, man kann nach vorne fahren und dann hängt man irgendwie auf Platz 10 rum und dreht sich. Gut, das war mein Fehler, dass man da Zeit verliert. Zwei Runden in Folge ist natürlich komplett auf meine Kappe gewachsen. Da hilft eine bessere AI auch nichts. Aber fühlt sich an wie das richtige Ferrari-Erlebnis. Theoretisch rotes Auto schnell, aber in der Realität rotes Auto langsam. Hoffentlich wird es mal für die ein bisschen anders in der 2024er Saison. Naja, irgendwas müssen sie ja reißen. Verstappen braucht Konkurrenz und ich werde es nicht sein. Komm schon. Ich werde mich jetzt nicht von Bottas hier kassieren lassen. Na, vielleicht doch. Nö. Ich hatte die Schnauze vorne, also behalte ich auch meine Position. So, Stroll nur 4,25 Sekunden weg. Ist das nicht schön? Das hätte ich nie gedacht am Start vom Grand Prix, dass wir auf Platz 10 feststecken für eine ganze Weile. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Das finde ich gut. Dann machen wir doch mal einen schönen Undercut hier. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Bringt ja eh nix. Versuch mal ein paar Plätze gut zu machen durch einen gescheiten Undercut mit neuen Reifen. Ja, und schau mal, wie sich's von da entwickelt. Vielleicht müssen wir nochmal reinpassen zum Safety Car. Oder meine Gegner kriegen jetzt enorm Vorteil, weil kurz nach dem Safety Car, also kurz nachdem ich in die Box gegangen bin, Safety Car auftaucht. Wer weiß das schon? Arg viel schlechter kann es hier nicht laufen. Vorsprung von 4 Sekunden. Gib Gas. Ja, was meinst du, was ich hier tue? Na gut, das ist meine Schuld. Oh, da muss ich mich jetzt geschlagen geben. Aber wir sind ohne Flügelschaden aus diesem vermissten Bremspunkt rausgekommen. Und wir haben sogar DRS. War doch gar nicht so schlecht. Vielleicht macht er einen Fehler. Ja, der Fehler war mir DRS zu ermöglichen. Mensch, ich bin so ein geschickter Stratege in dem Spiel. Das ist unfassbar. So, ich nehme wieder die Innenbahn. Ihr könnt hier alle bremsen hinter mir. Hui. So, und ab geht's in die Gasse. In die Gosse, wo mein Ferrari heute hingehört. So, das Einbiegen-Ding ist wieder da. Letztes Mal hatte ich das vermisst. Schon. Losfahren. Wenigstens ein schneller Stopp. Was habt ihr denn gedacht, dass ihr langsamer seid als 2,4 Sekunden? Das ist aber nicht ein guter Anspruch. Damit haben wir unsere Strategie durch. Und ich bin auf dem Platz, der mir heute zusteht. Auf Platz 19. Sergeant kann Nummer 20 behalten. Also, ist gar nicht Sergeant, Verzeihung. Das war Gasly. Ich habe links nur so ein blaues Ding gesehen und habe wieder mal gejudged, ohne alle Fakten zu kennen. Das ist natürlich schlecht. Na, die Reifen sind aktuell ganz gut. Gefällt mir, ich slide viel weniger. Die kommen ja noch rum um Kurven. So, damit wollen wir aber gewinnen. Ja, da musste ich kurz selber frustriert lächelnd ausschnauben. Gewinnen wird schwierig. Seien die 19 vor uns machen gravierende Fehler. Und leider kann man nicht auf die Fehler von anderen hoffen, sondern muss selber Leistung bringen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Lebenslektion.
dass man selber halt was leisten muss und sich nicht auf andere verlassen sollte. Zumindest nicht auf ihr Scheitern hoffen. Ist auch keine gute Eigenschaft. Deswegen mache ich das ja auch nicht. Nur Leistung bringen, das mache ich auch nicht. So. Ich hätte nicht all mein Geld auf uns wetten sollen heute. Da gehe ich wirklich mit keinem Geld mehr nach Hause von Las Vegas. Aber wir kommen wunderbar ran an Magnussen. Ich glaube, wir haben unser Äquivalent hier gefunden. Also zumindest unseren Platz, wo wir ein bisschen Action haben können. In den letzten fünf Rängen gibt zumindest ein bisschen was, was ich aufholen kann. Ist das nicht schön? So. Der Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Ja. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Magnussen, wieso machst du Platz? Das ist so un-Magnussen-like. Ich überrunde dich doch nicht, oder? So. Ich hab dir wenig Platz gelassen, obwohl du so nett warst. Pech gehabt. Komm schon rum hier. Weiß immer noch nicht, wie man dieses Monster von Kurve in dem Auto nehmen soll. So, und vor mir ist dann Joe und Elben. Aber Elben war ja erst Abstand in der Box. Zum vorausfahrenden Auto, 1,5 Sekunden. Hey, ich mach die schnellsten Runden. Ist das ein Ding? Und das dank den harten Reifen, nehme ich mal an. So, jetzt aber ordentlich Batterie und am Ende, beziehungsweise auf der, nach der kommenden Kurve nochmal DRS. Hoffe ich zumindest. Obwohl, nee, das hier ist die DRS-Zone. Na, dann ist gut. So. Wie fühlt sich's an, überholt zu werden? Nicht sehr gut, Elben. Wieso hast du es dann bei mir vorhin immer versucht? Joe wollte mich nochmal nachträglich rammen. Das finde ich aber nicht sehr nett. So, meine Batterie ist völlig ausgelutscht. Damit kann man nicht mehr wirklich was anfangen. Und bleibt so mal eine Weile aus. Yay, schnellste Rennrunde. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Krieg ich einen Bonuspunkt, wenn wir in die Top 10 irgendwie uns ermogeln können heute. Ist mir in früheren Spielen, wenn es mal so gehangen hat, passiert, dass das Auto dann weitergefahren ist und irgendwann konnte man seinen schönen Schaden an der Wand begutachten. Weiter ging es natürlich nicht. Seitdem habe ich ein Problem, ohne Flashbacks zu fahren, aber für die im Rahmen dieser Grand Prix-Serie mache ich das trotzdem. Habt ja dann ein Videobeweis, was passiert. Aber das Auto ist heil geblieben, was will man mehr? Da hatte ich mich ein bisschen an meiner Sabber verschluckt, da musste ich einmal husten. Vielleicht ist es auch das offene Fenster bei kalten Temperaturen hinter mir. Oder eine Kombination. Hab mich so vor der Kälte erschreckt, dass ich ein bisschen mich verschluckt habe, obwohl ich noch da bin. So, jetzt aber Batterie auf 20%, das reicht noch nicht für wirklich was. Es sei denn, die würden jetzt in die Box gehen. Oh, die sind in der Box. Pauschal kommt er seinen Stopp rein. Ja, haltet ihn auf. Versaut. Und haltet den Red Bull gleich mit auf. Das wäre doch schön. Einfach mal so einen Mechaniker in den Weg stellen. Der kann ja später eine Strafe bekommen. Das wird das Rennen spannend machen. Oh, Verstappen ist halbe Runde weiter als jeder andere. Schön für ihn. Charles so. In der Boxengasse. Immer noch. Ich dachte, ja, die sind vor uns. Aber wir sind wieder rangekommen. Auf ein vernünftiges Level, würde ich mal behaupten. Hamilton 4 Sekunden weg. Ui. Naja, gar nicht so schlecht. Also ich finde, mein Undercut hat was bewirkt. Wir waren nur echt, echt weit entfernt. Jetzt können wir mal sehen, ob wir mit harten Reifen aufholen. Oder ob es so läuft wie in den ersten 10 Runden. Ich hoffe ja, dass wir aufholen. Oh, komm rum. Vielleicht liegt es auch nur an der Kurve hier, dass ich da eine Sekunde verliere. Aber das glaube ich noch nicht so wirklich. Hab ja immerhin die schnellste Rennrunde hingelegt. Irgendwas muss das ja bringen. Und schauen rum hier.
Ne, Hamilton gewinnt an Abstand. Schade eigentlich. Der Wagen vor dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Ist mir aufgefallen. Dankeschön. 4,5 Sekunden weg, wie ist das passiert? Ich fahre doch nur eine gerade Linie entlang. Wie kann dir eine halbe Sekunde... Selbst mit DRS ist das utopisch, wenn er welches hatte. Wie soll ich denn da rankommen? Das ist dann wirklich Rocket Science hier, der ich sein müsste. Okay, Abstand zum Teamkollegen, 8,1 Sekunden. Ja. Ich fürchte, der hat heute das bessere Auto bekommen. Das hier ist irgendwie eklig. So, Hamilton 4,1 Sekunde weg. 4,2 Sekunden. Mal sehen, was es am Ende dieser Runde sein wird. Hoffentlich weniger als das, aber mir schwant Schlechtes. Aber bis jetzt ist das Auto größtenteils heil geblieben. Das ist doch auch eine schöne Sache. So, Hamilton 4,1 Sekunde weg, 4,3 Sekunden. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 4,3 Sekunden. Achso, danke, dass du einen Blick drauf wirst. 4,4 Sekunden und nach dieser schönen geradlinigen Strecke wird es wahrscheinlich auf die 5 Sekunden zugehen, weil mein Auto, obwohl es eigentlich optimiert ist auf Vollgas, kein Vollgas geben kann. Ah, ich habe einfach den Trigger nicht durchgedrückt. Nee, war ein Scherz. Bei meinem Controller gibt's nur Vollgas. Also nicht wirklich, gibt nur Vollgas, aber ich drück den schon richtig durch. Oh, ein Red Bull hat Probleme. Ist es Verstappen? Max Verstappen ist ausgeschieden. Bringt ein Safety Car, Jungs. Bringt ein Safety Car. Der Champion in Spe ist ausgeschieden. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf deinen Hintermann. Eine Sekunde. Achso, auf meinen Hintermann auch noch. Ach, grüne Flagge. Klar, ist ja auch schwul. Oh, jetzt ist Verstappen mal aus dem Rennen. Viel zu spät, also zu wenig und zu spät. Nicht mal ein schönes Safety Car kann er verursachen. Warum rum hier? Oh je. Also wir müssen definitiv nochmal in die Box, würde ich sagen. Streich das Wort definitiv. Wir schauen mal, was geht mit den Reifen. Sind ja nur noch 11 Runden. Boah, das war super gerechnet. 10 Runden. Wenn das jetzt passt mit inklusive der 25. Ach, dieser ewige Albtraum von plus minus 1 in meinem Informatikerleben. So. Können wir hier irgendwas reißen? Die Antwort kennen wir, glaube ich, alle. Softe Reifen aufziehen. Weiche Reifen aufziehen. Verstanden. Weiche Reifen beim nächsten Boxenstopp. Gut. Beinahe wäre der Reifen auch so abgefahren gewesen. Das wäre gar nicht so abgefahren, wenn das tatsächlich passiert wäre jetzt. Wenn man sich halt auf seine Funksprüche in den Kurven konzentrieren muss. So, eigentlich sind wir Achter, das ist ja gar nicht so schlecht. Wenn wir allerdings in Runde 20 reinkommen und auf Soft wechseln, ist die Strategie wahrscheinlich komplett für den Arsch. Das klingt doch nach einer guten Idee. Das ist dann wirklich Ferrari-like. Weiß gar nicht mehr, wie die in Las Vegas abgeschnitten haben. Ich dachte gar nicht mal so schlecht. Muss ich nachher mal nachgucken, will da auch nichts Falsches sagen. Ist schon wieder so lang her. Und das ist ein Glück, weil okay, demnächst Abstand geht's weiter. Vor dir, 6,2 Sekunden.
Noch ein weiterer Grand Prix von mir und die Woche darauf beginnt das neue Formel 1 Jahr. Da wird gefeiert und zwar schon am Samstag, weil diesmal am Samstag das Rennen beginnt. Das habe ich noch nie so wirklich erlebt, ist aber schon mal vorgekommen. Das wird ein Spaß. Weiß dann nur nicht, was ich an meinem Sonntag mache. Wieder rumheulen, weil keine Formel 1 existiert. So. Wir holen definitiv keine Zeit auf. Das ist schlecht. Weiß aber auch nicht, was softe Reifen mir... Also das ist eine Option. Wir gehen nicht definitiv rein, weil ich finde, Platz 8 ist besser als Platz 18. Ist einfach nur meine Meinung. Deswegen. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Ja, aber der ist immer noch 5 Sekunden weg. Beim Safety Car gehen wir auf jeden Fall rein. Da lohnt es sich vor allem beim Restart auf den weißen Reifen zu sein. Wenn man natürlich damit das Rennen zu Ende fahren können. Einfach mal Präposition verwechselt. Und ich glaube, 7 Runden würden wir darauf aufhalten. Ja, da muss auch wirklich mein Safety Car jetzt demnächst kommen. Sonst wird es nichts mit meinem Masterplan. Weil die Mercedes sind zu 8 Sekunden weg, da kann man denen vielleicht in ein paar Runden zuwinken. Von der Tribüne aus, weil man es aus Frustration gegen die Wand gesetzt hat, aber so wirklich einholen können wir die nicht. Obwohl die da vorne schon alle echt zusammen sitzen, hinter Norris, glaube ich, oder Piastri. Irgendein McLaren ist vorne. McLaren. So, rum hier. Na, wenigstens ist das ein Stadtkurs und mein Auto ist wirklich noch überraschend heil dafür. Das muss man auch als leichten Gewinn sehen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,5 Sekunden. Jo, wunderbar. Ich gehe gleich in einen Auffangbehälter, um mich zu schämen. Weil mehr als Gas geben und bremsen kann ich nicht wirklich. Die E-Sportler können dann noch das Auto irgendwie fühlen und die echten Rennfahrer und hier geschickt sich um die Kurve rotieren. Das kann ich alles nicht. Deswegen müssen wir uns auf Gas und Bremsen begnügen. Tu, was du gut kannst und versuch damit das Rennen zu gewinnen. So rumsliden geht nicht. Ich habe volle Traktionskontrolle an. Sonst wird das hier kein Rennen, sondern eine Slideshow. Und das kann ich auch niemandem antun. So, was sind denn gerade unsere Rundenzeiten? Auffangbehälter. Auffangbehälter. Ah, scheiße. Geh doch zurück. Ja. Und er lenkt nicht rum. Und der Flügel ist kaputt. Wunderbar. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Boah. Da ja. Dann schauen wir noch mal, dass wir schöne Runden hinlegen können. Neuer Flügel, neue Reifen. Und schauen wir vielleicht, dass wir auf Platz 8 zurückkommen. Wird schwer, aber... Vielleicht wird es auch unmöglich. Das finden wir dann gleich gemeinsam raus. So viele Runden sind ja nicht mehr zu gehen. Und ab in die Box. Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Sehr schön. Angebrachter Funkspruch. So, optimal einbiegen. Dankeschön. Ach, ihr wechselt den Flügel nicht. Warum auch? Fahr raus, fahr jetzt raus. Perfekt eingebogen. Ist das auf Auto gestellt oder? Ja. Anscheinend ist das Auto noch in Ordnung. Na gut. Aber ich hatte recht. Wir sind hinten bei unseresgleichen angekommen. Was die Autos angeht, ist es hier ähnlich schnell. So.
Na? Achtung, Achtung! Gelbe Flagge, aber für wen? Irgendein Haas hat Probleme, glaube ich. Wenn ich das richtig deute. Bin mir nicht sicher. Ne, Yuki Tsunoda. Gelbe Flagge. Komm schon, Safety Car. Okay, wir sind zumindest 16. Es geht voran. Jetzt müssen noch die anderen 15 vor uns ausscheiden. Aber ich bin zufrieden mit den roten Reifen. Solange sie halten, was sie versprechen für die 5 Runden noch. Aber so viel kann man gar nicht aufholen. So viel kann man doch gar nicht aufholen, wie wir hier Verlustleistung haben. Ach, ein unnötiger Boxenstopp. Der Flügelschaden war anscheinend nicht mal so drastisch, dass es sein hätte müssen. Naja. Wir machen alle Fehler bei Ferrari. Vielleicht haben wir dafür noch 2-3 schöne Überholmanöver. Vergeigen es in die Top 10 zu kommen, dann kriegen wir auch den Extrapunkt nicht. Und dann geht's nächstes Mal um die Wurst. Um die Vize-Weltmeisterschaft. Und Platz 3 und Platz 4. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 5,0 Sekunden. Ja, die Zahl kenne ich doch irgendwo her. So weit war Stroll auch immer hinter mir. Komm schon. Gut, jetzt soll kein Safety Car mehr kommen. Obwohl, vielleicht doch. Ein paar würde ich beim Restart kassieren. Komm schon, Safety Car für 3 Runden. Noch 2 Runden rennen. Dann halt nicht. Ich habe mein Möglichstes versucht, eins zu provozieren. Ohne jemand anderen dabei zu gefährden. Oder einen Unfall zu verursachen. Die Option haben wir noch. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,8 Sekunden. Das ist gut. Reifen funktionieren, aber wie lange noch? Also auf Platz 13 kommen auf jeden Fall. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist gut. So lange will ich aber nicht mehr fahren. Nicht in dem Auto. Nächstes Mal nehme ich einfach den Red Bull. Könnte man hier schön lang cruisen. Den Zuschauern zuwinken. Den dreifach überrundeten Autos zuwinken oder einen Mittelfinger zeigen. Ach, das wär's Leben. Komm schon. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk dran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Ja, ich denke an nichts anderes. Ich denke doch an nichts anderes. Du gewinnst ordentlich Abstand zum Wagen hinter dir. Irgendwas muss ich hier können. Und wenn ich es nicht vorne kann, kann ich es hinten. Eine Lebensweisheit, Jungs. Gut, beinahe wäre die andere Seite vom Flügel auch noch gelb angemalt worden. Kurve habe ich wieder versaut. Bisschen abkürzen können wir ja. Gab ja nur eine Verwarnung. Ein Klaps auf die Pfoten. Hab auch versucht, da ein bisschen zu bremsen, dass es keine Strafe geben wird. Die brauche ich jetzt als am wenigsten. Gasly, siehst doch ein, dass ich schneller bin. Hallo. Ach, ich komme mit dem Auto hier nicht rum. Tja. Auto ist heil geblieben bei der Aktion. Ach, schöne Strecke, aber ein Rennen zum Vergessen. Wirklich ein Rennen zum Vergessen. Ach je. Miami wird garantiert besser laufen. Da muss ich wahrscheinlich mal ein Testrennen oder so, ein Test-Grand Prix starten, was für eine KI-Stufe dafür angebracht ist. Weil so ganz ohne Action ist es ja auch nichts. Ja, bis zum nächsten Mal überlege ich mir da was für das finale Rennen. Schön bremsen. 3 Runden noch zu gehen, beziehungsweise diese hier und noch 2 Stück.
Und es fühlt sich tatsächlich an, als ob wir das laufen würden. Ich stell mir gerade hier mein Ferrari mit so vier kleinen Füßchen vor, wie er versucht, ins Ziel zu tappeln. Naja, solche Rennen muss es auch geben. Da sind die besseren umso besser. Das freut mich für unser Team. Können wir dann verkaufen, dann machen wir wenigstens ein paar Verluste aus diesem Rennen mit. Benzin ist sehr teuer geworden. Vor allem das Gute, was ihr verwendet. Aber hey, wir sind nicht ganz letzter. Zwei sind ja noch hinter uns. Komm schon. Jetzt holen wir auch nicht mehr auf Gasly aus. Ich glaube, auf Gasly auf. Was ist denn heute mit meinen Präpositionen los? Ich habe die Wechselstaben verbuchtet und zwar die ganze Zeit. Ist vielleicht hier so anstrengend in Las Vegas am Abend. Vor uns beträgt 6,8 Sekunden. Ja, ist mir schon negativ aufgefallen, dass die so weit weg sind, alle. So. Wenigstens ist es bald vorbei. Wenigstens ist es bald vorbei. Ich setze mir noch als Ziel, das Auto nicht gegen eine Wand zu setzen. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 42,3 Sekunden. Sehr schön für Leclerc. Wie hat er das geschafft? Ich glaube, 20 Sekunden rausgefahren. Hui. Ah, hier ist das Auto tatsächlich auch weitergefahren. Zum Glück ist es auf einer Geraden passiert. Wird aber sagen, die Strecke ist dann noch nicht ganz optimal implementiert. Wenn das so zum Spiel Freeze führt. Ich habe relativ gute Hardware, daran sollte es nicht liegen. Wäre zumindest die geringste Sorge, dass an meiner Hardware gerade was nicht stimmt. Die ist so hart, Mann. Ja. Irgendwie muss man sich ja die Zeit während des Rennens hier vertreiben. Ich meine, was macht so ein Rennfahrer, der allein gelassen wird von allen vor einem, hinter einem? Hat doch bestimmt ein bisschen Zeit, an sich rumzuspielen. Zumindest auf der Gerade. Und hier gibt es so viele davon. Vielleicht sind wir deshalb so langsam. Obwohl, ich sehe zwei Hände am Lenkrad. Gut, manche können das natürlich auch freihändig. Da ist der Kopf ja dann auch woanders, also ich weiß ja nicht. Vielleicht geht meine Theorie nicht ganz auf. So, wir nähern uns in nicht unbedingt Spitzengeschwindigkeit, aber in relativ langsamer Geschwindigkeit der letzten Runde. Letzte Runde, gib Gas! So, das bringt auch nichts mehr. Ich weiß nicht wofür. Gasly kriegt man nicht. Selbst wenn, gibt's dafür keine Punkte. Street Cred habe ich irgendwie alle verloren, die ich hatte. Ihr könnt Jeff ja mal ein paar schöne Dinge fragen. Fahre hinter mir. Albon liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 11,2 Sekunden. Das hat ganz schön gekracht. Alles okay? Pack. Ja, gut. Das ist ein Ende für dieses Rennen. So scheiße ließ auch noch nie. Ja, Session beenden. Hätte ja eh nichts gebracht. Oh, so ein Pech. In der letzten Runde setze ich es gegen die Wand. Nicht mal das Ziel habe ich geschafft. Großartige Leistung von McLaren. Was für ein überzeugender Sieg. Ja, die haben Verstappens Auto sabotiert. Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer und den Verstappen ausgeschieden ist. Mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen. Vor allem Verstappens Fehler, dass das Auto kaputt war. Oder dass er so starken Durchfall hatte, dass er aufhören musste zu fahren. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Sehr gut. Norris mal auf einem ersten Platz. Sehr schön. Sehr schön hast du das gemacht, Kollege. Ist es schön, da kein Red Bull zu sehen.
Es ist ein Grund zu feiern und Perez gehört da natürlich auch hin. Ach, mal andere Leute auf dem Podium, ist das was Erfrischendes. Genauso wie dieser Champagner. So, das braucht man nicht. Wir müssen aber hier die Abmoderation abwarten. Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und da schließe ich mich natürlich wieder an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche.